Hi und willkommen zum zweiten Teil, wo wir die Fragen beantworten. Wir sind stehen geblieben bei welche Doktorarbeit wir machen und also was wir da so grob machen. Ganz Genau, kommt grob. als nächstes. Vielleicht fange ich kurz an. Ich Ja. habe mache meine Doktorarbeit gerade in der Neurophysiologie bei Professor Dragoon am Institut für Physiologie und arbeite da mit Mäusen und kombiniere verschiedene EEGs mit Atmung von der Maus. Wir haben dazu auch ein separates Video, was wir jetzt hier irgendwo gleich linken. Genau. Genau. Und tatsächlich ist da die erste Publikation so Oh. rausgekommen. Juhu. Hat's geklappt? Eins Nice. hat Nice geklappt. one. Ja. Genau, ich bin in der funktionellen Neuroanatomie, mache da auch Neurophysiologie im Prinzip. Das ist die Gruppe von Professor Kuhner. Und genau, da mache ich auch an Mäusen was, Verhaltensexperiment und dann so elektrophysiologische Messungen an Gehirnschnitten. Im Bereich des Riechhirns. Genau, wenn ihr da ein bisschen genaueres drüber wissen wollt, über die ganzen Sachen, dann wie gesagt, gibt es da eine Infokarte zu unserem Doktorarbeitsvideo. Okay, dann erzählen wir ein bisschen was Persönliches. Genau. Was ist dein Lieblingsort für einen Abend mit Freunden in Heidelberg in der Post-Corona-Zeit, sollte Ja. sie jemals existieren? Genau, also ich finde, für sowas Gemütliches ist die Neckarwiese einfach super nice. Wenn man sich, kann man ein bisschen im Sommer ein bisschen irgendwie was grillen oder Frisbee spielen, Volleyball spielen, sich hinsetzen, was quatschen. Das Ist, finde ich, stimmt. Die Neckarwiese ist nice nice. Stimmung. Sind dann auch viele andere Gruppen an Leuten eben immer da und es ist irgendwie einfach geil so an dem Fluss da. Auch gerade wenn es super warm ist dann da halt oft, vor allem dann gegen Abend, wieder ein bisschen kühler und also finde ich super entspannt. Ich würde eine Bar wählen. Also, wenn man, Auch gut, ja. würde ich die Regie, glaube ich, wählen. Oh ja, Regie ist Die auch Regie sehr ist so eine cool. Bar in Heidelberg, wo die Getränke Filmen nach und Filmen, Movie Schauspielern und so Stars und so weiter. heißen und dann halt irgendwie so ein bisschen den Flavor von dem Film wiedergeben. Ist Ja. jetzt nicht die billigste Bar, Oh ja, aber es ist, ich in weiß zu nicht, mir ausgewählten gefällt die. Momenten ist es dann doch sehr Genau, geil. So nach dem Physikum waren wir zum Beispiel mal da. wenn man was zu feiern hat, ist ganz nice. Sonst ist es immer, ja, also jetzt nicht so ein Everyday-Ding, genau. Genau, ja. Wenn du einen freien Nachmittag hättest und nichts zu tun hättest, was würdest du machen? Fahrradfahren. Ich. Genau, also entweder Mountainbiken gehen oder irgendwie mit dem Kumpel Rennrad fahren. Ja, wäre jetzt zur Zeit. Nice. Welches Fach hätten wir gemacht, anstatt Medizin zu machen? Ich Med. wüsste es. Ja, Also, dann. ich würde, wenn ich nicht Medizin oder was mit dem Umfeld machen würde, würde ich irgendwas in der Bauindustrie machen. Also Okay. irgendwas mit Immobilien oder so. Also ich wüsste nicht genau, was ich studiere, aber vielleicht irgendwie sowas, Bauingenieurswesen oder Okay. sowas. Also irgendwie was mit Gebäuden und Bauen. Ich finde, das fasziniert mich immer noch wahnsinnig, aber. Ja, das ist doch eine gute Auswahl. Ja, ich hätte, glaube ich, also nach dem Abi hätte ich, glaube ich, was so Richtung Physik oder Luft- und Raumfahrttechnik oder sowas gemacht. Ich glaube, inzwischen würde ich vielleicht eher irgendwie so Maschinenbau oder sowas machen. Ja, finde ich beides irgendwie coole Sachen, wären auf jeden Fall beides mögliche Alternativen. Okay, dann noch so ein bisschen Uni-Stuff als Abschluss. Welche Nebenjobs hatten wir? Das ist quite a list. Da haben wir auch mal ein Video über, glaube ich, Studium Geld, ne? Die. finanzieren gemacht. Da haben wir ein bisschen genauer drüber geredet. Für mich kurz zusammengefasst, kriege ich jetzt was von dem Labor eben, wo ich meine Doktorarbeit mache. Dann hatte ich in der Vorklinik einen Job, wo ich unsere Vorlesungen gefilmt habe und dann irgendwie die Videos bearbeitet und auf unsere Lernplattform hochgeladen. Und seit dem sechsten Semester bin ich noch in einer chirurgischen Abteilung in einem Klinikum, das mit hier zu Heidelberg gehört, aber ein kleines Stück außerhalb Heidelberg ist und helfe da in den Diensten, also nachts oder am Wochenende, den Chirurgen eben bei verschiedenen Sachen, also im OP oder Blutentnahmen und so weiter. Genau. Ich habe, mein erster Nebenjob war Prep-Assistent, also dieses nach im dritten Semester wieder den Erstsemestern beim Preppen zu helfen. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
Und dann habe ich eigentlich relativ früh auch einen Nebenjob in einem Labor, wo ich auch Doktorarbeit mache, bekommen. Es hat sich dann immer mal wieder, war der kurz weg, wieder anders und so weiter. Mhm. Und ich habe mehrere Jobs in der Augenheilkunde gehabt. Jetzt gerade habe ich da auch einen forschungsbasierten. Davor habe ich aber auch in der Klinik ausgeholfen im Intravitreal-Injektionszentrum. Also bei bestimmten Erkrankungen kriegt man ins Auge Spritzen und da haben die Studenten gebraucht, um den Ablauf so ein bisschen am Laufen zu halten. Ja. Das habe ich gemacht. Das war auch eine super Erfahrung. Und genau, was hast du bisher in der Fachschaft gemacht? Genau, also ich habe da nie so richtig irgendwie so main-mäßig, dass ich jetzt hier irgendwie, weiß nicht, irgendeinen Arbeitskreis geleitet habe oder sowas, habe ich jetzt nicht gemacht, sondern ich habe immer eher, wenn ich das Gefühl hatte, dass ich sozusagen mit irgendwas, was ich habe halt auch viele Sachen, die ich irgendwie sonst gern mache und deswegen hatte ich immer das Gefühl, wenn ich da halt als Person irgendwie wirklich viel sinnvoll beisteuern kann, dann mache ich das super gern. Wenn ich das Gefühl habe, das ist irgendwie eher so was Allgemeines, so, dann glaube ich, gibt es andere Leute, die da deutlich mehr Bock drauf haben. Deswegen habe ich dann gerade bei so Veranstaltungen, also Promotionskongress zum Beispiel oder von EMSA, von der European Medical Students Association, als deren irgendwie Jahrestreffen in Heidelberg war, bei so Geschichten habe ich dann häufig ein bisschen organisatorisch mitgeholfen, weil da eben dann irgendwie viele Sachen gab, die auch so ein bisschen irgendwie technisch zu organisieren sind. Und da bin ich halt dann, habe ich das Gefühl, kann ich auch gut was Sinnvolles beitragen. Genau. Ich finde gerade in der Fachschaft, das ist manchmal ein bisschen schwierig, da so reinzufinden. Also ich finde, das ist relativ oft so, dass es da so 15, 20 Leute gibt, die eigentlich alles ihr machen. Leben also, da verbringen. Die da alles machen und drei Arbeitskreise leiten und so. Ja. Und also die sind alle super freundlich und die würden einen, aber irgendwie, also da habe ich mal so, weiß ich nicht. Also ich habe ein paar Mal in einem Arbeitskreis mitgearbeitet und habe dann auch diesen Verein gegründet, zusammen mit ein paar aus der Fachschaft der Medizinstudenten und ja, die schon längst fertig sind mit dem Studium, wieder so ein bisschen zusammenbringen soll für Heidelberg. Und was für mich immer da so ein bisschen schwierig war persönlich, ist, dass wenn ich eine Sache mache, mache ich die auch richtig. Und für mich ist dieses alles kann, nichts muss von der Fachschaft, was natürlich klar ist, weil es ein Ehrenamt ist, immer so ein bisschen schwierig gewesen und für mich nicht so gut handelbar, weil entweder kam ich die Woche nicht dazu und alle haben gesagt, ja, ist ja nicht schlimm, ist ja ein Ehrenamt und was, so, ja, aber irgendwie, das hätte ich jetzt schon halt machen sollen irgendwie. Ja. Also, obwohl es jetzt kein Muss ist, finde ich es blöd, dass ich es nicht gemacht habe. Dann, wenn es andere Leute gemacht haben, dann ging es immer nicht richtig voran. Und irgendwie mich hat das dann auch ein bisschen frustriert, muss ich sagen. Aber das lag eher, glaube ich, an meiner Person als an der Fachschaft an sich. Ich bin gerade nicht in der Fachschaft aktiv. Ich mache halt so ein paar, so das, was ich gerade gesagt habe, mache ich jetzt auch für so ein paar Sachen. Aber sonst, ja, genau. Welches vorklinische Wahlfach hast du gemacht? Also verschiedene, aber das, was ich dann am Ende auf dem Physikum stehen hatte, war irgendwie so ein Schmerzmedizin-Wahlfach. Das war eigentlich ganz witzig, da hat man so ein MEG gemacht, das ist ein Magnetoenzephalogramm. Also ein bisschen EEG kennt man vielleicht, dass man diese Haube auf dem Kopf hat und dann da lauter so elektrische Ableitungen hat. MEG macht quasi das Gleiche, nur dass es über Magnetfelder geht. Und man deswegen eben nicht diese einzelnen Elektroden da hat. Das war ganz cool. Da haben wir ein bisschen so Sachen einfach geguckt, so zum Beispiel, dass man eben eindeutig erkennt, dass bei Schmerzen irgendwie bestimmte Zentren dann aktiv werden, indem man so mit so einem Laser sich irgendwie 100 Mal auf die Hand gelasert hat, das dann halt immer so kurz einen kleinen Schmerzimpuls gegeben hat und das aufgenommen hat und dann eben im Mittel gesehen hat, wenn man das ganze Noise rausrechnet, dass es dann jedes Mal in zwei Regionen irgendwie eine Aktivität gibt und so. Und genau, also solche Messungen da gemacht, das war ziemlich cool, weil man so ein bisschen mal in das als Methodik kommt, das im Studium gar nicht vor, ist auch super speziell und war irgendwie mal so ein richtiges Wahlfach, so was völlig Spezifisches, anderes, was mit sonst nichts zu tun hat und war aber interessant. Ich hatte als Wahlfach Angehänger diesen PrEP-Assistentenkurs, wo man nochmal Anatomie wirklich und auch so ein Portfolio erstellte, wo man selber die anatomischen Sachen zeichnen musste und so. Das habe ich. Und dann hat man ja auch noch so ein paar andere Wahlfächer eingesammelt irgendwie mit der Zeit. Sonokurs und sowas. Ja, oder virtuelle Anatomie, wo man diese CT-Geschichten angeguckt hat. Das war auch super cool. Und welches klinische Wahlfach? Das ist eigentlich auch richtig cool. Ich glaube, da haben wir auch beide das Gleiche. Dann vielleicht erzähle ich das kurz.
Das haben wir in der Orthopädie und Unfallchirurgie gemacht, und zwar in der experimentellen Forschung, wo aus Stammzellen Knorpelzellen gezüchtet werden, die dann praktisch, also die Langzeitidee ist praktisch, dass man Arthrose, was ja ein Verschleiß der Knorpelfläche ist, eben nicht durch ein neues künstliches Gelenk ersetzen könnte, doch vielleicht durch eigenen Knorpel einfach wieder. Mhm. Und haben da eben gelernt, wie man aus Stammzellen Knorpel differenzieren kann, haben das auch selbst gemacht über Wochen, also ja. Immer, also jemand anderes hat, ja, egal, auf jeden Fall, das war dann aber echt cooles Wahlfach, das war immer abends so ein paar Mal, das war wirklich cool, die ja. Frau hat sich so Mühe gegeben mit dem Wahlfach und wir genau. waren auch nur irgendwie so 7 Leute, das war wirklich genau, nice. Eine kleine Gruppe, dann hat man irgendwie immer ein bisschen noch was zu essen da gehabt, hat halt sich irgendwie von, keine Ahnung, ich glaube irgendwie so kurz vor 7 bis kurz vor 10 oder so sich da getroffen, einmal die Woche und da halt ein bisschen Vortrag, bisschen diskutiert, dann ein bisschen noch was praktisch da irgendwie gemacht und war super entspannt und super interessant mhm. und ich glaube, man hat auch erstaunlich viel mitgenommen, einfach dadurch, dass es halt so ein Setting war, in dem man auch nicht sich nur gedacht hat, ah ja, jetzt kommen Wahlfachschein abhaken. Und ja, ich glaube auch, dass die Dozentin damals war so open-minded, dass man auch einfach so, hey, das habe ich jetzt gerade überhaupt nicht gecheckt, was du da ja. erzählt hast. Und die war so, ja, dann erkläre ich es anders. Also pass ja. auf. Und man hat dann schon das Gefühl gehabt, am Ende, man hat jetzt, ist jetzt kein extremer Wissenschaftler in dem Feld, aber wenn man jetzt mal wieder, jetzt hat man da eine Meinung zu. Genau, und man weiß bisschen, so eine was fundierte sind die Schwierigkeiten, ja. wie ist irgendwie die Perspektive und so. Und was sind da die Probleme, ne? Nämlich, ja. dass da halt Knorpel rauskommt, der nicht belastbar ist und so weiter und so genau. fort. Also war eigentlich eine ganz coole Sache. Genau, ja. und damit sind wir durch diese Fragen, die wir uns noch hier mal hatten. Kamen genau. doch noch ein paar Sachen, die wir eigentlich noch nie erzählt haben, glaube ich. Das stimmt, darum. Ja. Und falls ihr mehr Videos von uns schauen könnt, könnt ihr diese zwei Playlists, die wir momentan befüllen, anschauen. Einmal diese längeren Laber-Videos und einmal die Fächervorstellungen, wo bald wieder eins kommt. Ja. Kommen für Leon, der immer wieder fragt. es kommt was, ich verspreche es dir. Und in der Mitte könnt ihr uns noch abonnieren, falls ihr das nicht getan habt. Und damit bedanken wir uns und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.